So, wir sind heute wieder unterwegs. Kanzelwand. Wir sind mit der Seilbahn hochgefahren auf ungefähr 1957 oder sowas und gehen jetzt zum Gipfelkreuz. Das sind ungefähr noch mal 50 Höhenmeter höher. Kreuz ist schon in Sicht. Ja, und danach machen wir eine kleine Gratwanderung hier oben. Optimal. Ja, alternativ zum Fußweg, den ich hier mit Thomas hochgehe, gibt es auch die Möglichkeit, hier einen Klettersteig zu nutzen. Wäre auch mal eine Idee für mich, aber heute, also diesen Urlaub habe ich ja noch nicht mal mein Klettersteig-Set mit. Und das würde man da dringend für brauchen. Man muss sich da einhaken und auch einen Helm tragen. Für uns geht sozusagen hier den normalen Fußweg weiter. Jetzt wird es auch ein bisschen felsig, die letzten Meter, aber man hat Möglichkeit, sich am Drahtseil festzuhalten. Also alles gar kein Problem. Schöne Aussicht von hier oben. So, jetzt eine ganz entspannte Tour zur Fellhorn-Bergstation. Aber man merkt, das ist hier ein sehr leichter Weg. Hier gehen sie auch alle mit Kind und Kegeln. Also heute ist Erholungstag, hier ist nichts weiter los. Da gehen wir gemütlich hin. Das sind ungefähr 2 bis 3 Kilometer, irgendwie sowas geschätzt. Aber ganz gemütlich. Hier gehen sie sogar mit Kinderwagen spazieren. Also das ist jetzt keine ernstzunehmende Wanderung. Ich gehe nachher noch weiter, ich gehe noch 5 Kilometer dann wohl bis zur Söllereckbahn, Bergstation und fahre von da aus dann runter. Für mich sind das ungefähr 8 Kilometer insgesamt und die anderen werden wohl Fellhorn dann runterfahren und unten mit dem Bus zurück. Ich fahre dann Söllereck nachher. Mal gucken, da gibt es auch noch so eine, wieder so eine Bobbahn, mit der ich dann vielleicht ins Tal runterfahre, so eine Sommerrodelbahn, das werde ich wahrscheinlich machen. Muss ich mal gucken, entscheide ich mich dann spontan.
Nein. Nein. So, unsere Wege haben sich getrennt. Thomas und Peter fahren jetzt mit der Fellhornbahn ins Tal hinab. Und ich gehe weiter noch auf den Gipfel und von da aus weiter zum Söllereck und fahre dann runter. Ich habe also noch eine schöne Gratwanderung jetzt vor mir. Dort hinten stand dran 3 Stunden. Mal gucken, wie lange ich unterwegs bin. Weiter Richtung Söllereck. Das wird eine ausgedehnte Gratwanderung jetzt noch zum Schluss. Im Moment befinde ich mich hier noch auf diesem Fellhorn-Rundweg auf dem Kamm oben. Ich war ja auf dem Fellhorn, diesmal gehe ich anders herum. Früher bin ich mal von der Mittelstation losgegangen, Fellhorn, und dann hier auch hochgewandert und habe hier einmal so diesen Kreis gedreht. Und diesmal komme ich sozusagen von der anderen Seite. Und gleich, wo es runter geht, wo ich sozusagen raufgekommen bin, früher, da biege ich jetzt natürlich nicht ab, sondern gehe weiter geradeaus Richtung Söllereck. Ja, ich sehe schon vor mir die Abbiegung, die da kommt. Da bin ich seinerzeit raufgekommen. Als ich das letzte Mal hier oben war, lag hier tatsächlich noch ein bisschen Schnee. Davon ist jetzt natürlich nichts mehr übrig um diese Jahreszeit.
Ja, ich bin immer noch auf dem Grat unterwegs. Sehr schön zu erkennen. Hier links ist Österreich. Hier ist der Grenzstein. Ö für Österreich. Und auf der anderen Seite D für Deutschland. Hier oben geht man praktisch genau auf der Grenze. Ja, wie man an dem Schild eben gesehen hatte, zur Söllereckbahn sind es jetzt noch 2 Stunden, kommt auch gut hin. 1 Stunde bin ich jetzt auf dem Grat längs gewandert und am Anfang standen 3 Stunden und jetzt sind noch 2 Stunden übrig, kommt gut hin. Ausnahmsweise machen wir da Zeitangabe. Ja, dann habe ich also noch 2 Stunden vor mir. Wir haben es jetzt 2:10. Also, naja, irgendwie 4:15 sollte ich dann da sein. Passt alles von der Zeit her. Da im Hintergrund sieht man auch Oberstdorf. Ja, jetzt geht es auch etwas steiler runter. Man merkt das, also jetzt wird es ein bisschen steiler hier. Naja, weiter geht's. War eben gerade bei der Sölleralpe. Erst nochmal einen Radler getrunken, wieder ein paar Kräfte getankt. Und ja, jetzt geht's dann weiter. Letzte Etappe. Bis zur Söllereckbahn. Mal sehen, ich schätze noch ungefähr 1 Stunde. Schauen wir mal. Geschafft. Da vorne ist die Söllereckbahn. Ja, war doch etwas kürzer. Keine Stunde von da oben, von der Alm. Ungefähr 40 Minuten oder sowas. 40, 45 Minuten. Ja, dann ist das soweit geschafft. Dann heißt es jetzt noch gleich ins Tal. Und dann geht's zurück. Ja, ins Hotel. Wir haben es jetzt 16:00. Ja, dann bin ich auch sehr gut rechtzeitig zurück. Und 19:00 bin ich mit den anderen zum Essen verabredet. Ja. So, sitze in der Söllereckbahn. Alleine hier in der großen Kabine. Bestimmt für 10 Personen ausgelegt. Ja, jetzt geht's talwärts hier. Schöner Tag gewesen, schöne Gratwanderung gemacht. Insgesamt ungefähr 12 Kilometer unterwegs gewesen. Haben ja also praktisch 3 Gipfel mitgenommen, oder ich zumindest. Erst die Kanzelwand, dann das Fellhorn und zum Schluss hier die Söller, weiß ich nicht, wie der Berg heißt, Söllerspitze oder so. Auf jeden Fall das, wo die Söllereckbahn hinfährt, der Berg. Also für mich waren es praktisch 3 Berge, die ich nacheinander abgeklappert habe. Und ja, war schön. Schöne Aussicht, super Wetter, Topwetter.
manchmal sogar zu warm. Also wir hatten um die 30 Grad die ganze Zeit. Ja, und oben auf dem Grat hat die Sonne natürlich ordentlich geballert. Naja, aber besser als Regen. Ich will mich nicht beschweren, war super. Jetzt geht's wieder ab ins Tal. Und ja, es ist jetzt genau 16 Uhr. Ich werde wohl noch einkaufen gehen, ein bisschen die Getränkevorräte wieder auffrischen und dann ins Hotel zurück, duschen, frisch machen und so weiter. Und naja, um 19 Uhr geht's dann zum Essen. So, das war's von mir. Tschüss!